Ja, servus miteinander und ja, herzlich willkommen zum vermutlich für 2021 letzten Video. Ja, länger ist von mir nichts mehr gekommen. Dafür erst einmal Entschuldigung. Ich habe ja gesagt, das Wetter ist momentan ein bisschen ja, nicht so ganz auf meiner Seite und ja, es war noch zu erben. Ich habe jetzt seit anderthalb Wochen Urlaub. Ja, es ist trotzdem noch kein Video gekommen. Warum? Ja, es sind die Weihnachtsfeier durchgekommen. Wir haben mit der Familie ein wenig Zeit verbracht, haben sie ein wenig ruhiger angelassen. Ich hoffe, das war bei euch genauso. Und da war halt einfach, ja, schlicht einmal keine Zeit. Ist einfach so. Jetzt sind wir gerade zwischen die Feier durch. Wir haben jetzt heute Mittwoch, den 29. Also wie gesagt, das wird knapp das Video, das hier noch rauszubringen, aber ich probiere es. Ich habe schon länger versprochen, dass wir mal ein Video machen mit dem Sägewerk. Tja. Kaum nichts. Alle warten sehnsüchtig drauf, dass er mal wieder was kommt. Und jetzt habe ich mir gedacht, das Wetter jetzt momentan ringt zumindest gerade einmal nicht. Man sieht aber schon, es ist gut nass. Ich habe Wasserschweine. Und ja, die letzten Tage ist auch noch irgendwas anderes passiert. Die Stämme sind von da weg und liegen jetzt da. Der Holzhaufen, der wo da war, ist komplett weg. Bis auf den Stamm, den habe ich mir noch aufgehoben. Der ist gedacht für die Aktion mit dem Sägewerk. Der ist auch nicht mehr optimal, der ist auch schon ziemlich, naja. Aber mal zum Probieren. Ja, da vorne hat die Stabe ein Stück weit weggerammt. Der Plan ist, dass da jetzt dann einmal die Flächen abgezogen wird. Der ganze Träger raus. Das ist Hackgut, das kommt einmal durch den Häcksel, aber da dazu muss drucken sein, das ist einfach zu nass. Die Flächen davon soll begradigt werden. Also es soll richtig eben werden. Das heißt, vorne steht die Straße ein wenig höher. Die Pflasterstarke kommen auch dort weg. Die sind einmal gedacht, um dort zu pflastern. Das soll ja da mal Überdachung her. Wo Hackschnitzel oder Hackgut gelagert wird, nicht Hackschnitzel. Naja, auf jeden Fall machen wir da jetzt Platz für den Container. Und ja, gestern haben wir mal ein wenig angefangen. Haben aber dann wieder abgebrochen, weil es geschüttet hat, was nicht vom Himmel runterkommt. Du sackst ein. Ich meine, man sieht ja da die Spuren vom Radlader. Ne? Die Frontlade ist versetzt worden, die steht jetzt da hinten. Ja, an der Stehma. Wie gesagt, ich habe gesagt, ich möchte einmal das Sägewerk in Aktion zeigen. Ich habe mir jetzt den Stamm schon daher manipuliert. Der liegt jetzt da, weil der wurde nämlich vorher da hinten gelegen. Gemacht habe ich das mit meinem neuen Sabi. Mein Weihnachtsgeschenk und mich selber. Schönes Ding. Ein Müller-Biber-Sabi. Mit 1,30 Meter Stiellänge, du kannst da mal wegen so länger Schulzschuhe bewegen. Hab schon immer gedacht, so ein Ding, das wäre eigentlich auch mal schlecht, einmal ausprobieren. Da habe ich mir mal angekauft. Das ist so genial, jetzt habe ich insgesamt 3 Stück. Ja, mit 1,30 Meter, 1,80 Meter und einen kleinen Handsabi mit 38 cm. Das ist genial, die Dinge. Also die, wenn du da mal benutzt hast, ist ja super. Gut, wie gesagt, Stamm habe ich mir davor gezogen. Ich habe jetzt auch schon ein wenig Material mit runter. Nein, ich habe noch keine Schnitzelzusen an, wie man sieht. Ich habe auch Träger da Stollhusen an. Ja, die können vielleicht einmal eine Waschmaschine brauchen. Das ist halt, wie gesagt, wenn es so nass ist, dann schaust du aus wie Sau. Die habe ich jetzt gut auf Rauch, eine Woche noch. Naja, ist halt so, Stollhusen halt. Ich habe mir auf jeden Fall schon Material mit her. Meiner China. Wie gesagt, leider plus 3 Meter. Ich muss mal gucken, vielleicht kriege ich auch mal so ein EVA-Profil oder was her. Die gibt es in 5 Meter. Dann könnte ich auch länger drüber schneiden. Ich habe mir da ein Spezialsystem dafür gebaut. Quasi ein Gleitsystem. Da sind einfach Schlossschrauben drin, die ich unten zuspanne. Und die klemmen sich dann in der Schiene. Die fädelt mir bloß ein. Zack. Und zack. Und dann kann ich das ganze Profil aufklappen. Das mache ich jetzt allerdings da gerade nicht, weil sonst schmeiße ich mir meinen Akkuschrauber runter. Das muss nicht sein. Ja, ich habe Schrauben da liegen. Ich habe ein Wasserwoch da und einen Winkel. Und dann mal gucken, ob ich die überhaupt brauche. Ja, schauen wir mal. Und den Motorsägenschlüssel. Den Motorsägenschlüssel einfach deswegen. Das ist der von meiner 0150. Der hat auf der einen Seite die richtige Größe für die Muttern. Da kann ich dann gleich die Muttern damit festziehen. Und konnte das Ganze auch fixieren, die Schiene. Das ist wie gesagt das Klemmsystem, was ich mir da gebastelt habe. Das funktioniert tadellos. Und schon ist er fest. Genau.
Die schrauben wir jetzt nochmal drauf. Und dann seht ihr gleich einmal, wie das funktioniert. So, wie man jetzt unschwer erkennen kann, jetzt bin ich umgezogen. Nee, kann man nicht. Ja, ich habe bloß einen Helm auf. Nein. Ich habe Schnittschutzhosen und Schnittschutzstiefel an. Ja, das sind Schnittschutzstiefel. Die habe ich mir vor einiger Jahren mal gekauft, aber noch nicht oft im Einsatz gehabt, gebe ich ja ganz ehrlich zu. Die nutze ich gerne im Wald, weil sie auch ziemlich hoch sind. Du kannst eigentlich mit denen nicht umknöcheln. Also den Knöchel zerbrechen ist mit denen ziemlich unmöglich. Schnittschutzhusen habe ich mir mal ein neuer gegönnt. Das ist ein Bunthusen. Die ja, schützt auf jeden Fall da. Ja, braucht man das da überhaupt mit dem Sägewerk? Ja, muss man ja Schutzkleidung anziehen, ist also umständlich. Grundsätzlich ist es so, immer wenn man mit einem Motorsäge arbeitet, dann ist es sinnvoll, eine Schutzkleidung anzuziehen. Ich sag mal so, bei der Stemmlode ist die Wahrscheinlichkeit, dass jetzt irgendwas drin ist, gering. Aber wenn du einen alten Eichenstamm oder was dergleichen hast und die sind vielleicht noch ja, älter wie 70, 80 Jahre, dann kann es durchaus auch mal sein, dass Granatsplitter oder irgendwas dergleichen drin sind. Es kann auch mal immer ein Nagel drin sein. Da steckst du nie drin. Und wenn du mit dem Motorsäge durchgehst, ich sag einmal so, in 90% wird es einfach durchgehen. Aber irgendwo ist dann vielleicht einmal drum drin, was du dann jetzt siehst, kann ja eine alte Bauklamme oder was drin stecken oder so eine Fixierklamme aus dem Holz. Und wenn du in die Neue sägst, dann zerreißt du die Ketten. Und ganz ehrlich, du arbeitest hinter der Motorsäge. Ich stehe ja quasi dann an der Säge, gebe ja da Gas und kurbel da mein Saal durch. Ich stehe dann da, wenn die Ketten reißt, die kann blöd ausschlagen und trifft mich am Bar. Dann ist am Schnittschutzhusen vielleicht gar nicht einmal so verkehrt. Außerdem, wenn du es da aussiebst, gut, die Wahrscheinlichkeit, sich da zu schneiden, ist dann eher gering. Weil, sind wir mal ehrlich, ja, die ist relativ gut geschützt, die Sägeketten im Endeffekt. Du kommst da schlecht nach. Aber du stellst es ab, gibst vielleicht noch einmal Gas, kommst da blöd nach. Schuh von da durchgeschnitten. Gut, eine normale Sicherheitsschuh, dem passiert wahrscheinlich auch wieder nichts. Man muss nicht rausfahren. Es gibt Schutzkleidung, die benutzt man.
Eine Schnittschutzjacken, na, nutze ich im Wohl da nicht, und Schnittschutzhändschuhe nutze ich auch nicht. Kann man natürlich machen, aber dicker Hinschicht ums Haar, ich lang noch mal nicht in die laufenden Ketten. Es kann natürlich immer mal blöd sein, du stürzt, fällst auf die Sicht drauf oder so. Die Wahrscheinlichkeit ist jetzt da aber eher gering. Trotzdem, mit dem Motor sehe ich immer ein wenig Obacht geben, es ist kein Spielzeug. So, die Sicht ist bedankt, hat frisch Öl, die Ketten ist scharf, eingespannt in die Sicht, in Sichtwerk. Unterfüttert mit einem Kahl, dass das Ganze nicht durchsackt in der Mitte. Also da ist er jetzt dann schön fest, die Schiene. Ja gut, seitlich wird es ein wenig Spiel, wenn die Sicht drauf ist, dann relativiert sich das wieder. Aber ist alles ein wenig stabiler und es sollte halten. Genau. Ja, den Keil habe ich mit meinen kleinen Axten eingeschlagen. Und ja, man könnte jetzt dann natürlich hergehen, wenn man durchsicht, und könnte oder noch Keile reinschieben in den Schnitt. Bei dem Holz habe ich jetzt die Erfahrung gemacht, das ist blödsinnig. Das ist relativ leichtes Holz, weil es auch schon trocken ist. Wenn ich jetzt dann Eichenstamm mache, meinetwegen mit, ja, 2,50 Meter Länge und dann vielleicht ein wenig stärker wie nur 25, also 25 mm, dann sollte man vielleicht die Keile doch verwenden, weil das Holz natürlich schwer ist, vor allem wenn es frisch ist. Normal sieht man es frisch. Dann fängt es im Schnitt hinten an abzusacken. Das ist wie wenn du am Baum fällst, haust ja irgendwann einmal Keile rein, dass dein Sech nicht geklemmt wird. Und das ist hier im Endeffekt genauso. Du schippst da rein und wenn du meinetwegen einmal dann so auf der Hälfte ankommst, dann sackt dir dein Brett hinten ab, je nach Gewicht. Und irgendwann verkeilst du deine Ketten und das willst du ja nicht. Beziehungsweise, was man auch sagen müsste, wenn es dann runterklappt, dann scheue jetzt hinten auf der Ketten, selbst wenn es auch nicht verklemmt. Aber dann hast du auf der auslaufenden Ketten Schleifspuren und die hinterlässt du im Holz. Es ist natürlich nicht schön. Wie gesagt, da ist es relativ, da brauche ich es nicht zwingend, weil der ist nicht schwer. Denn ja, kannst da Alabe wegen den Stamm. Der ist gut drucken. Den haben wir eigentlich einmal als Brennholz gekriegt. Wo was anderes ist, das wenn ich einmal so eine Angdore wegmache. Und sowas dann auf sich, das ist nasses Holz, das ist schweres Holz, Arnholz ist sowieso sehr schwer, Hartholz. Dann machen die Keile auf jeden Fall Sinn. Ich gucke jetzt einmal, ob es ohne geht, wenn nicht, hole ich es. Zuallererst muss jetzt über die Säge einmal warm laufen. Das ist eine großvolumige Säge mit großem Hubraum. Die braucht einen Moment, dass er warm wird, die nimmt man nicht und tut es auch wie ein normaler kleiner Säge einfach starten und gleich voll rein. Da macht man sich bei dir den Motor auf Dauer kaputt. Die war dann einen Moment kalt, also die wird kalt gestartet, war dann einen Moment warm duggen lassen, also einfach im Standgas. Dann gibt man ein paar Mal Gas und wenn es dann so ein bisschen Temperatur, das merkt man in die Auspuffabgase, dann kommen wir damit beginnen. Die soll wie gesagt ein bisschen warm werden. Ich will mir das alte Schätzchen da nicht ruinieren. Vorne durch damit eins zerfatz gespritzt, selber gemischt. Das funktioniert hervorragend. Öl ist Bio-Kettenöl drüber. Genau. Dann starten wir jetzt einfach mal, bevor der nächste Ring kommt. Thank you.
Das war der erste Schnitt. Ja, der dauert ein wenig länger. Du musst erst einmal reinkommen, das Gestell umdrauf, du musst das Ganze dann schön rutschen. Und ja, erst einmal schauen, wie sich so ein Stamm immer schnitt. Gehen wir jetzt ein wenig zäher, den letzten, wo ich gehabt habe, der ist deutlich besser gegangen. Da habe ich zwei Bretter wirklich in 5 Minuten runtergeschnitten. Allerdings nicht ab dem ersten Schnitt, sondern da waren schon ein paar Schnitte gemacht. Für alles weitere, man könnte jetzt, es gibt Leute, die nutzen ja eine Leiter. Man könnte jetzt, damit die Schnitte immer alle schön sauber gerade sind, da wieder eine Leiter drüber legen und immer wieder mit einer Leiter. Dann bleiben sie auf jeden Fall gerade, falls mir irgendwo mal gekippt ist. Ich mache das jetzt nicht. Ich sehe jetzt dann so weiter. Das sollte auch gehen. Ja, ich habe jetzt die Säge gleich noch umgebaut. Wir wollen ja nicht lauter so riesen Trümmer runterschneiden. Ich muss ja am Anfang relativ weit aufmachen, weil ich ja die Schiene habe, das Brett, den Winkel. Und dann muss ich ja ein bisschen unter den Winkel hin, muss ich schneiden, sonst mache ich mir die Säge kaputt. Jetzt musste ich natürlich dann diese ganze Höhe ein wenig reduzieren, weil das nächste Brett, wenn ich wieder so hoch mache, dann habe ich ja gleich einen Balken in der Mitte raus. Wenn ich einen Balken machen wollte, könnte ich das jetzt natürlich machen. Ich könnte jetzt auch den Stamm dann gleich besäumen. Besäumen heißt, ich könnte hergehen und könnte die ganzen Splinthölzer ringsum runterschneiden. Das heißt, ich müsste jetzt den Stamm 90 Grad drehen. Dann müsste ich sauber erben mit einem Winkel. Den könnte ich dafür dann nehmen. Winkel anlegen, sauber 90 Grad Winkel. Das Gestell wieder drauf machen, abschneiden. Und dann hätte ich nämlich zwei Seiten besäumt. Und dann könnte ich theoretisch auch das untere besäumen. Und auch da hätte ich jetzt das untere besäumen können. Das wäre jetzt da theoretisch gegangen, solange fest drauf war. Könnte man machen, macht bei so einem Stamm aber nicht viel Sinn, weil den kann ich jetzt dann nehmen. Und kann die Bretter des Splintholz einfach mit einer Handkreisig runterschneiden, wenn es ist. Das Splintholz sieht man ja, vielleicht ein kleines bisschen da draußen. Ja, sieht man schlecht. Das ist wie gesagt, weil er halt schon sau trocken ist. Normalerweise der Bereich da, das ist dieses Splintholz. Das ist nicht unbedingt zum Bauer gedacht. Das ist das Bauholz und da hüben ist es dann dasselbe. Du hast da aber da so ein bisschen das Splintholz. Das läuft ja einmal außenrum um den Stamm. Man sieht es bei den alten Stämmleiter jetzt nicht mehr schön. Aber man kann so sagen, das was ein wenig dunkler außen ausschaut, das ist das Splintholz. Also quasi, das ist das weiche Holz, wo der Baum drin arbeitet, wo er seine Nährstoffe und das Zeichen aufbringt. Und das ist als Bauholz eher ungeeignet. Normalerweise nimmt man das Kernholz zum Bauer, weil das ist einfach ja, härter, fester, nicht so nachgiebig und das neigt da ein bisschen weniger dazu, sich extrem zu verziehen. Verzieht sich natürlich trotzdem je nach Lagerung. Ja, wie gesagt, sehe ich, habe ich jetzt umgestellt. Die Skala habe ich ja schon mal gesagt in dem Erklärvideo, das ist Zoll. Ich habe da eine Skala drauf, das sind Zollgrößen. Ich will jetzt Bretter machen mit einer Stärke von 25 mm. Ich habe jetzt auf 1 Zoll gestellt. Also da ist der Grusa-Strich, falls man noch überhaupt erkennt. Da steht er jetzt genau drauf. 1 Zoll sind 2,54 cm. Da muss man halt ein wenig umrechnen.
Man könnte, wie gesagt, da Lineal im metrischen Maß drauf machen, aber man kann es auch umrechnen. Also wenn ich 25 Bretter mache, dann schneide ich auf einen Zoll die 4 mm. Man hat Schwund, wenn man es auch hobelt, dann muss es sowieso noch dicker machen und sage ich, für das, wo ich vorhabe, da langt mir das, das ist wurscht. Genau. Sehe ich es, wie gesagt, vorbereitet. Ganz so scharf ist auch nicht mehr. Ich glaube, da haben wir doch schon irgendwas damit gearbeitet. Naja, ist halt so. Die sollte auf jeden Fall noch laufen. Sprit war ja vorhin frisch drin, also da müsste noch irgendwas sein. Ich würde dann einen Tank mit fast 1 Liter, 900 Milliliter gegangen, glaube ich, neu. Ja, ich glaube, einen Schnitz wollte ich noch zusammenbringen, das soll es auch schon noch packen. Schauen wir einfach einmal. Und dann sehen wir schon. So, jetzt ist sie nochmal warm, das heißt, die braucht jetzt keinen Zug. Voll gemacht. Naja, das ist doch nicht ein wenig länger gedauert wie gedacht. Wir brauchen was Sprit. Und ja, ich habe den Gehörschutz vergessen. Keine Angst.
Ach, Kacke. Jetzt nicht gut.
jetzt lasse ich die Kleinen auch noch ein wenig kalt laufen. Den Stamm mehr aufzubrennen macht keinen Sinn. Der ist immer leider faul. Das sieht man schön an dem Brett. Jetzt ist nichts Gescheites mehr. Die Bretter reißen alle. Schade. Naja. Kann man trotzdem was draus machen, das schlecht auch drum rausschneiden, sind dann irgendwelche Leisten oder was. Dann ist der Weg auch schön Brille eigentlich. Ja, braucht jetzt da ein wenig länger, ist klar. Man sieht ja, die Stamm, der Stammdurchmesser ist größer. Die anderen Bretter, wo ich geschnitten habe, sind deutlich kleiner gewesen. Der ist deutlich massiver. So braucht er sich ein wenig mehr. Und ich glaube, die Ketten ist auch nicht mehr ganz 100% scharf. Ja, Spritverbrauch, kann man drüber streiten, mir aber wurscht, den lasse ich außer Acht. Das kann man sich schon mal leisten, ich meine, Strom muss da irgendwie, oder Sägewerk muss erst da bezahlen, wenn es da machst. Und das funktioniert. Man, das ist ja eigentlich trotzdem noch wenig Verbrauch, was er hat. Beim anderen habe ich zwei Bretter rausgeschnitten, bei den Brettern, du schaffst da halt auch nicht Halbbretter oder so. Halt von unterschiedlicher Stämmen an. Das Holz ist wie gesagt eh nicht optimal, weil es knochentrocken ist. Wenn es feucht wird, dann hat sich leichter, gänge jetzt auch schnell durch. So muss er auch auf den Pulver rausschlagen. Lockt er sich ein wenig mehr, aber es funktioniert. Kann man damit umgehen. Ja, genau. So weit, so gut. So Leute, das Holz ist jetzt mittlerweile umgeschlicht. Die Bretter stehen mit oben. Ja, die stehen mit oben an KL 300 und der Wind. Da sind sie jetzt. Ja, gleich vorweg, die Wellen, die man sich, das ist die Motorsicht, die das macht. Das Problem ist, ich sehe da hüben die Bretter, also das. Das da. Und das da, die haben weniger Wellen. Das war das allererste, was ich gesehen gehabt habe. Das habe ich händisch durchgeschoben. Und die starken Noten, die waren einfach, weil sie so trocken sind, durch dieses Hin- und Herwippen mit der Säge beim Durchziehen, was ich gemacht habe, dann hinterlässt Spuren. Ja. Also, als Möbelholz nimmt man so drauf keinen Fall. Das ist klar. Du müsstest jetzt durch einen Hobel da, dann müsstest du es dementsprechend ein wenig dicker machen und müsstest es vernünftig hobeln. Die Riefen sind nicht so tief, man sieht sie durch den Schattenwurf vom Licht. Die sind aber tatsächlich eigentlich gar nicht so tief. Es wirkt von vorne, sieht man es halt wie gesagt extrem, weil es einen leichten Schattenwurf gibt. Ist wie gesagt nicht dramatisch, könnte man jetzt dann einfach durch einen dicken Hobel lassen, dann wäre das gut. Wenn man es jetzt als Möbelholz will und man bräuchte jetzt wirklich 25er Bretter, dann muss man es natürlich ein wenig stärker rausschneiden auf 27 oder 28 mm und es dann hobeln oder vielleicht sogar 30, je nachdem. Kommt drauf an, wie viel man runter hobeln will, wie fein das Ganze werden muss. Und dann hätten wir auf jeden Fall ein vernünftiges Glotzholz. Die Abrennerdode, die habe ich jetzt eigentlich eher gedacht, vielleicht für den Stottel als Buden oder irgendwas, wo ich einmal was brauche. Oder wenn einmal irgendwo ein Brett kaputt ist, dass ich was austauschen kann. Da wäre es wurscht, weil die, wenn es da außen ist, die dunkeln irgendwann um und da schaut kein Schwein mehr drauf, wie die ausschauen. Das ist einfach so. Ich meine, die Breitenrohre, die werden sowieso da in der Mitte noch brechen. Also gleich einmal vorweg zu der Lagerung. Bei mir stehen sie jetzt so an der Wand. Das macht man natürlich nicht mit Holz, das frisch gesägt ist. Das legt man normalerweise auf Leisten auf dem Boden. Das erste Brett, wieder Leisten drauf, nächstes Brett und immer so weiter. Immer mit Leisten dazwischen. Warum? Dass er Luft durchkommt, dass das Ganze auch schön abdruckend. Warum mache ich das jetzt dann nicht? Ganz einfach, das Holz, das hat einen Feuchtegehalt von nur noch unter 10%. Also knapp unter 10. Da ist keine Feuchtigkeit mehr drin. Jetzt, gut, wegen Umgebungsluft hast du oben drauf, aber im Holz ist nichts. Das ist abgelagertes Holz, das eigentlich als Brennholz gedacht war. Da bringt es nichts mehr, das verzieht sich auch nicht. Das, wenn ich jetzt da ein Jahr stehen lasse, gut durch die Feuchtigkeit hausen, dann kann es sich ja mal ein wenig durchbiegen oder was. Aber dass es sich jetzt total verwindet und verzieht,
ist bei denen Brillen unwahrscheinlich. Wer die Sehspähung gesehen hat, die ist sehr staubig, sehr fein. Es stappt ja auch gewaltig. Wie gesagt, das ist eigentlich für Sehwerk nicht optimal, aber ich wollte euch das Ding ja mal vorführen. Leider mit dem momentanen Wetter braucht man nicht 9 Volt. Da wären drei Bergen und ja, irgendein schiefer Baum drin. Ich weiß gar nicht, was das da vorne ist. Also nicht ein schiefer Baum, sondern ein schiefer, ein schrägstehender Baum, der müssen draus. Ja, muss man mal gucken. Jetzt müssen wir aber erst einmal wieder Frost geben. Letztes Jahr haben wir uns zwar durch Frost gegeben, das war ganz schön. Ist mir aber leider nicht dazugekommen. Und jetzt haben wir ja wieder. Da brauchst du nichts groß anfangen. Nö, also wie gesagt, so schaut es dann aus. Der Reihenfolge noch, das war mein allererstes Brett, das war alles händisch durchgeschoben, wie das sehe ich. Durch sind nur von Hand geschoben. Das war das erste mit Seilwinden, das war das zweite mit Seilwinden. Man sieht schon, da sind die Riefen geringer. Da ist aber auch schön durchgegangen. Ihr seht da den Unterschied, also die Bretter oder die habe ich tatsächlich gesehen. Die, das da und das da ohne in 5 Minuten. Oder 10 Minuten. 5 Minuten. Ja, irgend sowas. Nee, 5 Minuten. Doch, passt. 2,5 Minuten. Genau, richtig. Das war Druckensholz. Die sehe ich, konnte man schön querstellen. Da habe ich aber auch wirklich auf Volllast angezogen an den Winden und habe es auch durchlaufen lassen. Das hat die sehe ich nicht gejuckt. Bei den anderen, ihr seht den Unterschied, die sind deutlich breiter. Deutlich mehr Holz, was er dann raushobeln muss. Ich meine, ich habe ja schon mal gesagt, das hobelt ja. Ihr seht, das sind, na, ich schätze mal 10 bis 15 cm mehr, was er da genommen hat. Das macht die, also ihr seht schon, leicht, da ist kein Gewicht dahinter. Und da blockt es sich natürlich mehr. Ihr müsst euch ja vorstellen, die muss aus diesem langen Schlitz hier das Material rausnehmen. Das nächste ist, die Holzfasern, die laufen ja so. Wenn ihr einen Querschnitt macht, sehe ich da ja so, durchtrennt er die Holzfasern quer. Das ist dann wie, wenn es da Rinderrouladen zum Beispiel schnetzt, wenn es auch richtig gewickelt ist, lässt sich die Butter weich schneiden. Wenn du einen Längsschnitt machst, wie ich es jetzt da gemacht habe, von oben nach unten, dann ist es wie bei einem sehnigen Fleisch, das falsch geschnitten ist, dann kannst du das Beste am Messer holen und du rüttelst oder drauf rum und kommst nicht durch und das ist im Endeffekt für die Sehichtung nichts anderes. Es ist recht zäh, die blocht sich, die muss das rausrammen, die muss das rausbefördern. Die Sehketten war, glaube ich, doch im Einsatz, weil die hat nämlich was gemacht, also ist er nicht mehr ganz 100% scharf. Aber es hat funktioniert. Wie gesagt, für meinen Zweck, das lang, dicke, das, was ich vorgehabt habe, hat funktioniert. Und für das, wo ich die Bretter brauche, das geht halt, wie gesagt, so. Nee, wie gesagt, es dauert vielleicht einen Moment länger. Ja, die hat auch ein wenig mehr Sprit jetzt gebraucht, ist auch richtig. Und das neue Einfüllsystem muss ich mich sowieso gewöhnen. Das macht nämlich den Tank nicht bis oben hier voll. Ich, wenn befüllt, dann ist er wirklich bis knapp oben an die Kanten voll, dass halt nichts drüber läuft. Das System schafft es nicht ganz. Da bleibt halt bauartbedingt einfach ein wenig Luftblasen oben drinnen. Also es sind wahrscheinlich bloß 800 Milliliter statt 900 drinnen. Weil der Tank geht relativ weit nach hinten. Und ja, die 100 Milliliter, die merkst du. Dann war es außerdem blöd, weil er halt mitten im Schnitt ausgegangen ist. Da hätte ich vorher halt tanken sollen. Wie gesagt, das ist halt ein wenig ein stärkerer Stamm. Das ist halt nicht so ein Spielzeugstamm wie der andere Radohy. Also die, wie gesagt, das war ein Spielzeuggehirn, das. Und die haben sogar ein wenig mehr Feuchtigkeit noch gehabt, wie die, wenn du das so willst. Weil die waren oben drauf im Wasser gelegen und der war in dem Haufen ganz unten drin. Der ist nicht einmal mehr gewässert worden von außen. Also der ist wirklich, den könntest du jetzt theoretisch ein Brett raussehen, könntest du das hobeln. Und könntest das Brett dann tatsächlich nehmen und könntest du daraus ein Regal für die Wohnung bauen. Da ist keine Feuchtigkeit mehr drin. Oberflächenfeuchtigkeit hat er jetzt, weil es hausenfeucht ist. Aber das war's dann auch schon. Nee, wie gesagt, also so von der Funktionsweise finde ich das System von dem Sichtweil genial. Ich möchte jetzt eigentlich auch mal ein paar längere stemmen. Ich möchte eigentlich auch mal drüber mit 2,50 Meter oder vielleicht sogar 3 Meter. Das wäre so ein gängigeres Maß. 3 Meter schaffe ich mit meiner Schiene gerade noch so. Ansonsten bräuchte ich entweder mal eine Leiter, eine Aluleiter, die man dann allerdings ein bisschen modifiziert, das ist die Emma. Oder ja, ich muss halt so ein MEFA-Profil oder irgendwas herkriegen, in 5 Meter Stange. Das muss ich auch mal sehen. Auf jeden Fall, so funktioniert es.
Ich hoffe, das war interessant und lehrreich für euch. Ich denke, ich werde wenigstens morgen dazukommen, weil morgen will er unten den ganzen Träger wegrammen. Dann werde ich vielleicht aus dem restlichen Holz noch starker Bohlen schneiden mit meinetwelche 5 cm, also 2 Zoll. Ja, nicht ganz 5 cm, ist ein wenig mehr dann. Aber dann werde ich da noch ein paar Bohlen draus schneiden. Braucht man vielleicht auch mal irgendwo als Tritt. Wie gesagt, das sind halt 25, 2,5 cm. Und ich habe jetzt gedacht, das andere vielleicht noch steigerer. Die werden wir mit der Handkreis sehe ich dann wahrscheinlich einmal schneiden da und im Riss entlang. Das waren halt dann Schmolabrette. Die waren halt dann meinetwegen bloß so. Es ist halt dann einfach so. Das da Hausen, das war dann Brennholz. Das drum da hin, das kann man auch als Brennholz nehmen, die Leisten. Und da hin, da wäre dann auch wieder ein schönes Stück. Also da könnten wir jetzt ja gut bis da her, könnten wir gehen. Da war es ein wenig breiter. Das ist ein wenig außermittig. Nee, und das macht man dann einfach mit der Handkreisig. Das geht einfach, geht mit Strom. Die Ziegstasche durch, Bretter schneiden, geht mit sowas einfach leichter. Und mit einer Führungsschiene, da braucht man nicht den Sprit. Und dann hat man da noch ein paar schöne Brettler. Und die anderen, die schneide ich halt steiger Bullen. Und dann kann man die Arme verwenden. Weil das Holz, wie gesagt, kannst du normalerweise komplett auferben. Das geht. Das ist der Vorteil von dem Sägewerk. Du musst nicht alles, was du im Wald raus machst, zu Brennholz machen. Und du brauchst nicht. Ja, ich sag einmal, naja, zahlen tust du da im Endeffekt trotzdem. Aber du hast nicht den Stress, das Zeug dann aufzuladen, in ein Sägewerk zu fahren, abzuladen und dann wieder alles gesicht, wenn es gesicht ist, zu holen. Du kannst es halt einfach daheim selber machen oder im Wald selber machen. Das ist ja eigentlich der Grundgedanke von dem Ding. Dann hast du die Sauerei im Wald gelassen und ja, hast dein fertiges Holz dann mit daheim. Nee, wie gesagt, momentan ist alles Problem, die ganzen Sägewerke, die nehmen nichts mehr an. Die machen keinen Lohnschnitt mehr im Moment, die sind ausgelast. Und so bitte ich das für mich an. Ich meine, ein Blockbahn sehe ich, die wäre natürlich der Traum. Das wäre genial, weil dann hast du auch die Sägespuren gar nicht mehr und hast überhaupt keinen Stress mehr. Die schiebst du einfach bloß sauber durch und fertig. Aber es funktioniert so genauso. Und für den Zweck, wo ich es habe, mal ein Bohrbretter schneiden. Ich meine, ich baue jetzt kein Haus. Waren in Amerika drin, da bauen sie mit dem Ding das ganze Haus. Und so holst du den Bauer. Den Stress mache ich mir nicht. Da bin ich ja Wochen drüber. Na, aber wie gesagt, das geht ja schön. So, jetzt habe ich genug gelabert. Schauen wir mal. Vielleicht nehme ich vom nächsten Sägen noch einmal ein bisschen was mit auf. Und ansonsten, ja, kommt halt dann da noch das Schlusswort. Sehen wir schon. So, Freunde, ja, jetzt haben wir mittlerweile den 30. Und ja, es ist heute nichts mehr passiert mit dem Motorsäge. Ich wollte es wohl heute noch sehen, aber wir haben heute unten ein bisschen umgebaut noch. Also Pflasterstabe gerammt und Platz gemacht und schon mal die ersten Stablöcke noch gerammt, wo der Container dann am abgesetzt wird. Ja, ich denke, heute wird mit dem Motorsäge dann nichts mehr passieren, ist aber nicht schlimm. Also, wie gesagt, nicht, dass jetzt oder jemand gedacht hat, ich habe gesagt, entweder ich sehe noch mal was, dann kommt es oder es kommt das Schlusswort. Ja, was da unten jetzt los ist, das seht ihr dann definitiv im Neujahr einmal. Das ist Fakt. Ich habe in der WhatsApp-Gruppe mal ein paar Bilder gepostet, was da unten los ist. Beziehungsweise Kurzvideos. Ist nichts mit der Kamera aufgenommen, aber wenn es dann unten nochmal losgeht, das seht ihr. Ich wünsche jetzt auf jeden Fall allen einen guten Rutsch ins neue Jahr. Rutscht nicht zu weit. Passt auf euch auf. Ihr wisst schon, was ich meine. Na, wie gesagt, genießt den Silvesterabend und beginnt neue Jahr ein wenig ruhig. Und ja, dann sehen wir uns im neue Jahr in alter Frische. Ich hoffe, das Video hat euch Spaß gemacht. Vielleicht habe ich wieder zu viel gelabert, aber ihr kennt mich ja, das mache ich ja immer. Da gibt es ja dann auch wieder Leute, die sich darüber beschweren. Ich hoffe ansonsten, das hat alles soweit gepasst und ihr seid zufrieden. In diesem Sinne, ich wünsche euch was. Wie gesagt, wir sehen uns 2022 wieder. Bis dahin. Cheerio. Bis demnächst. Servus.